Top 15 der niedlichsten Tiere der Welt. Willkommen zu unserem neuen Video. In diesem Video stellen wir dir die 15 süßesten Tiere der Welt vor. Machen Sie sich bereit, erstaunliche Dinge über diese Tiere zu erfahren und überraschen Sie Ihre Freunde mit diesen interessanten Fakten. Schneeleopard, Panthera unctia. Dieses Tier lebt in Berggebieten Zentralasiens und hat weißes Fell mit grauen und schwarzen Flecken. Eine Besonderheit dieser Art ist, dass sie die einzige der Gattung ist, die nicht brüllen kann. Es ist auch in der Lage, eine Höhe zu springen, die mehr als das Sechsfache seiner Körperlänge beträgt, was auf seine Hinterbeine zurückzuführen ist. Kiwi, Apteryx mantelli. Es ist ein nachtaktiver Vogel, der in Neuseeland vorkommt. Es ernährt sich normalerweise von Insekten, Würmern, Pflanzen, Wirbellosen und Früchten. Es hat sehr kleine Flügel, die es ihm nicht erlauben zu fliegen. Der Schnabel dieser Art ist sehr lang und flexibel. Angora-Kaninchen, Oryctolagus cuniculus. Diese Kaninchenart hat dank ihres langen Fells und in großer Menge ein flauschiges Aussehen. Normalerweise ist es meistens komplett weiß, aber man kann auch einige mit rötlichen oder grauen Bereichen sehen. Langschwanz-Schinchilla, Schinchilla lanigera. Dieses Tier ist pflanzenfressend und wiegt etwa 450 Gramm. Sie sind in Chile zu finden. Es hat ein sehr dichtes und weiches Fell, obwohl der Rückenbereich seines Schwanzes rau ist. Es ist normalerweise eine bläulich-graue Farbe. Auffallend sind die großen Ohren und der große Kopf. Eine Kuriosität dieser Art ist, dass sie, wenn sie sich von einem Raubtier bedroht fühlt, Haarsträhnen loslässt, um sie abzulenken. Großer Panda, Ailuropoda melanoleca. Der große Panda lebt in China. Er misst bis zu 165 cm lang mit Schwanz und kann 150 kg wiegen. Diese Art ist vom Aussterben bedroht. Sie ernähren sich normalerweise von Bambus. Obwohl sie ein fleischfressendes Verdauungssystem haben, hat sich ihr Körper an eine vegetarische Ernährung angepasst. Trotzdem ist ihr Verdauungssystem nicht in der Lage, Pflanzenmaterial richtig zu verarbeiten, was sie dazu zwingt, riesige Mengen an Nahrung aufzunehmen. Sie fressen normalerweise zwischen 12 und 38 Kilogramm pro Tag. Sie jagen auch kleine Nagetiere. Polarfuchs. Diese Art bewohnt den gesamten Polarkreis. Ihre Ernährung ist zwischen Vegetariern und Fleischfressern aufgeteilt. Mit der Knappheit des Winters können sie Rentiere töten. Seltsamerweise sind die Polarfüchse nicht ganz weiß, sie zeigen diese Farbe nur im Sommer, im Winter variiert das Fell zwischen Braun und Grau. Manchmal können sie einen bläulichen Farbton haben. Die Jungen werden mit dunkelbraunem Fell geboren. Der Ili-Pfeifhase, Ochotona iliensis. Dieses Tier bewohnt die Bergregionen Chinas. Mit dem Schwanz haben sie eine Länge von 20 cm. Es ist ein pflanzenfressendes Säugetier, das 25 cm misst und ein graues Fell mit braunen Flecken hat. Abgerundete Ohren sind ein Merkmal dieser Artikel. Leider ist es eines der am stärksten gefährdeten Tiere der Welt. Es wird angenommen, dass der allmähliche Rückgang der Population dieses Tieres hauptsächlich auf den durch die globale Erwärmung verursachten Klimawandel zurückzuführen ist. Sperlingskatz. Diese Art kann in Mexiko und den Vereinigten Staaten gefunden werden. Es ist eine der kleinsten Eulenarten der Welt und misst 13 bis 15 cm. Um sich vor der Hitze der Sonne zu schützen, versteckt er sich meist in den Löchern der Kakteen. Seine Ernährung basiert hauptsächlich auf Insekten, aber er kann sich auch von Skorpionen ernähren. Koala. Die Tragzeit des Koalas beträgt nur 35 Tage, und das liegt daran, dass es sich um ein Beuteltier handelt. Das Ende der Entwicklung des Kalbes findet in der Tasche der Mutter statt und dort verbringen sie 6 Monate. Nach dieser Zeit verlassen sie die Tasche und bleiben für einen Zeitraum,
der zwischen 6 Monaten und 1 Jahr variieren kann, auf dem Rücken der Mutter gekuschelt. Koalas haben auch Fingerabdrücke wie Gorillas, Menschen und Schimpansen. Aber nicht nur die Fingerabdrücke sind einzigartig für dieses Tier, sondern auch das Pigmentmuster der Nase. Diese Pigmentierung wird verwendet, um diese Tiere in Studien zu beobachten, und die gute Nachricht ist, dass sie unser Wissen über sie erweitert, ohne die Tiere zu stören. Der Pinguin. Dieses Tier bewohnt nur die südliche Hemisphäre. Obwohl diese Tiere derzeit eher in der Antarktis zu finden sind, glauben Forscher, dass sie aus Australien stammen. Dies wird vermutet, weil die Vorfahren der Pinguine in dieser Gegend gefunden wurden. Der größte Pinguin ist der Kaiserpinguin mit einer Größe von 114,3 cm und der kleinste ist der blaue Pinguin mit 30,48 cm Länge. Ihre Flügel sind nicht gut zum Fliegen, sie haben sich zum Schwimmen entwickelt. Roter Panda. Der rote Panda ist nicht mit dem großen Panda verwandt, sie haben nur den gleichen Namen und die gleiche Ernährung. Diese Art ist vom Aussterben bedroht, die Hauptgründe dafür sind Lebensraumverlust, Tierhandel und Wilderei. Es ist ein nachtaktives Tier. Ihr Schwanz misst genauso viel wie ihr Körper und sie benutzen ihn oft, um sich zu bedecken und ihren Kopf niederzulegen. Ihre Ernährung liefert ihnen nicht genügend Nährstoffe und Energie, sodass sie die meiste Zeit mit Essen und Schlafen verbringen. Wie große Pandas haben rote Pandas 6 Finger. Diese Entwicklung fand im Fall des roten Pandas statt, weil er auf Bäume klettern musste und ihm dabei half, Bambus zu manipulieren. Im Fall der großen Pandas war diese Entwicklung ausschließlich durch die Ernährung von Bambus gegeben. Schnabeltier. Es ist das einzige Säugetier, das Eier legt. Wussten Sie, dass dieses Tier auch Gift hat? Das Schnabeltier ist das einzige Säugetier, das Gift hat. Schnabeltiergift ist sehr schmerzhaft, aber für Menschen nicht tödlich. Ihre Haare sind wasserdicht. Ein weiterer merkwürdiger Aspekt dieses Tieres ist, dass die Weibchen keine Brustwarzen haben, die Jungen lecken die Milch aus einigen Kanälen. Reh. Sie können bis zu 450 kg wiegen. Sie haben eine gute Bewegungserkennung und können im Dunkeln gut sehen. Sein Sichtfeld kann bis zu 300 Grad sehen. Sie können orange oder rot nicht gut sehen. Aber der am weitesten entwickelte Sinn dieser Art ist der Geruchssinn, 1000-mal besser als der des Menschen. Gürteltier. Dieses Tier wird vom Geruch geleitet, da seine Sicht nicht sehr gut ist. Es ist ein nachtaktives Tier. Einige Gürteltierarten jagen nur Ameisen und andere Arten fügen ihrer Ernährung andere Insekten und Larven hinzu. Die Weibchen haben immer 4 Welpen gleichzeitig und alle Welpen sind weiblich oder männlich, verschiedene Geschlechter werden nicht im selben Wurf gemischt. Giraffe. Dieses Tier ist das größte aller Arten, erreicht eine Höhe von bis zu 5,8 Metern und wiegt zwischen 750 und 1600 Kilogramm. Die Zahl der Giraffen auf der Welt nimmt allmählich ab, man nimmt an, dass dies auf den Verlust ihres Lebensraums und Wilderei zurückzuführen ist. Die Tragzeit einer Giraffe kann bis zu 15 Monate dauern. Wenn die Jungen dieses Tieres geboren werden, müssen sie aus einer Höhe von 1,5 Metern fallen. Danach brauchen sie eine halbe Stunde zum Aufstehen und 10 Stunden nach der Geburt können sie ihre Eltern bereits bei Rennen begleiten. Giraffen können eine Geschwindigkeit von bis zu 56 Kilometern pro Stunde erreichen. Danke, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu liken und zu abonnieren, um mehr Inhalte dieser Art zu erhalten. Und verrate mir in den Kommentaren, was wären deine Top 3 süßesten Tiere?